we're gonna leave, so put your hands up. If you like me, then say you like me. Hallihallo und willkommen zu meinem DM-Haul. Ich war vorgestern bei DM und habe für Momo und allgemein für den Stall einige Sachen eingekauft. Ich habe hier eine Tasche voll. Das ist das erste, was ich geshoppt habe, weil mir die Farbe so gut gefallen hat. Ich habe von denen schon mehrere zu Hause und ich finde die einfach so praktisch zum Einkaufen. Und dieses Mint-Türkis war einfach mega schön, deswegen habe ich mir da gleich nochmal eine mitgenommen. Dann fangen wir mit den eigentlichen Produkten an. Das erste, was ich mir gekauft habe, sind diese Lederpflegetücher von Polyboy. Mit denen kann man Sattel, Trense, Stiefel ganz einfach abwischen und dann sind die halt sauber und gleich auch mit eingeölt oder gepflegt. Also sind mega praktisch für die schnelle Lederpflege zwischendurch. Dann, was ich auch mega praktisch finde, das habe ich vorher noch nie gesehen, sind diese Insektenschutztücher, heißen die, von der DM Hausmarke. Und da sind 10 einzeln verpackte Tücher drin und das finde ich halt mega praktisch, um dann mal so ein einzelnes Tuch zum Beispiel zum Ausreiten mitzunehmen, dass man da dann unterwegs sich noch einreiben kann oder auch das Pferd. Ich denke, dass die auch für den Pferdekopf echt praktisch sind, weil man da, also ich sprühe da nicht hin mit dem Fliegenspray. Und da kann man halt dann diese Tücher benutzen. Dann habe ich mir Dalli Kernseife geholt. Die nehme ich immer her, um das Fell zu waschen und zu reinigen und auch sauber zu bekommen. Und bei Momos weißem Fell klappt das wirklich hervorragend. Also das wird da wieder richtig schön weiß und das pflegt auch das Fell und die Haut. Was ich jetzt hier gerade gelesen habe, dass das dezent parfümiert ist. Ich weiß nicht, ob das bei der letzten auch so war, die ich gekauft habe. Aber mit der Kernseife mache ich ja hauptsächlich die Beine zum Beispiel sauber und da finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn die Seife dann parfümiert ist. Ganz im Gegensatz zu dem nächsten Produkt, nämlich bei den Feuchttüchern, achte ich sehr darauf, dass die nicht parfümiert sind und ohne, hier steht es auch, ohne Parfüm, ohne Farbstoffe sind, weil ich die eben für die Nüstern und die Ohren benutze zum Beispiel oder für die Augen und da möchte ich einfach nicht, dass da irgendwelche Stoffe drin sind, die da die Schleimhäute von Momo schädigen könnten. Ne? Das nächste Produkt ist Birkenhaarwasser. Das finde ich, ja gut, kann man bei allen Pferden eigentlich verwenden, aber finde ich bei Eczempferden relativ wichtig, weil man damit einfach die Mähne, den Schweif bzw. die Schweifrüpe und auch den ganzen Körper eigentlich einreiben kann. Momo beißt sich so im Hochsommer auch öfter mal in die Brust, weil sie ihn da juckt, oder er haut mit den Hufen gegen seinen Bauch. Er hat da teilweise richtige Beulen, weil sie ihn einfach juckt und er den Juckreiz irgendwie wegbringen möchte. Und mit dem Birkenhaarwasser kann man halt all diese Stellen sehr gut einreiben. Das ist jetzt auch im Frühjahr meine vorbeugende Ekzempflege, die ich immer benutze. Das haben wir eigentlich immer im Stall. Das kaufe ich immer eher auf Vorrat, falls sie mal ausgeht und wir dann keine mehr zur Hand haben im Stall. Das ist jetzt einfach Milch- und Honig-Cremeseife zum Händewaschen im Stall. Ebenfalls zum Händereinigen habe ich mir dieses Produkt hier gekauft. Das ist so ein Handgel und das kann man halt irgendwo ranhängen. Ich hänge mir das dann wieder in meine Putztasche oder in die Stalltasche, mal schauen. Und das ist jetzt mit Limette-Blaubeere-Duft. Riecht sehr frisch und ich finde die Verpackung auch einfach mega süß. Das ist, finde ich, so ein Must-Have im Stall, weil man einfach schnell die Hände sauber machen kann, auch wenn man gerade kein Wasser oder Seife zur Hand hat. Das ist jetzt eher ein lustiges Produkt, sage ich mal. Und zwar ist das Kindersonnencreme. Momo hat ja eine weiße oder rosane Schnauze und bekommt da im Sommer einfach mega leicht Sonnenbrand. Und deswegen habe ich jetzt hier eine Sonnencreme gekauft, die eben ohne Duftstoffe ist auch wieder. Also da schaue ich auch wieder, dass da keine unnötigen Stoffe drin sind, die er eventuell nicht vertragen könnte. Und da creme ich ihn im Sommer einfach seine Schnauze bzw. um die Nüstern ein, damit er da keinen Sonnenbrand bekommt. Dann habe ich nochmal zwei Ekzempflegeprodukte und zwar einmal Babyöl und einmal so Babypuder. Das ist beides einfach dazu da, einmal um den Juckreiz zu lindern und die Haut zu pflegen. Also der Puder lindert eben so wunde Stellen sehr gut, dass sie nicht wehtun oder jucken. Und das Öl macht die Haut dann halt nochmal geschmeidig und pflegt auch nochmal extra. Und das kann man auch sehr gut verwenden für Männersprays oder Fliegensprays. Da möchte ich
eh bald mal wieder einen Manenspray selber machen. Wenn ihr da Interesse an einem neuen Video habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, dieses Produkt fand ich so genial einfach. Ich bin so froh, dass ich das entdeckt habe. Und zwar ist das eigentlich so eine Haushaltsbürste, aber die ist halt so biegsam. Die passt genau in meine Hand und ich glaube, die ist einfach mega genial zum Hufe sauber machen, also so als Hufbürste oder auch für Gamaschen oder ähnliches, so Hartschalengamaschen oder alles, was man halt so von Schmutz befreien muss. Das Lustigste ist dieser Spruch oder diese Beschreibung, die hier drauf steht, besonders geeignet für Nischen und Ecken. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, wirklich praktisch, um die Hufe oder so sauber zu machen, weil sie sich eben so biegt. Dann möchte ich im Stall natürlich auch weiche Hände haben. Das ist für manche vielleicht unverständlich, aber ich mag das einfach nicht, wenn meine Hände rau sind. Und deswegen habe ich mir Handcreme gekauft. Und zwar heißt die Handlotion Cozy Thailand mit Kokos, Milch und Lotus. Und die riecht einfach verdammt gut. Ich kann es nicht beschreiben, wie sie riecht, aber sie riecht einfach sehr gut. Ich mag es sehr gerne und habe sie auch schon benutzt. Also die Hände werden schön weich damit. Jetzt sind wir auch schon beim vorletzten, beziehungsweise den beiden vorletzten Produkten. Und zwar sind das, wie nennt sich das genau, Bio-Getreideriegel. Und da habe ich mir gedacht, dass das ein guter Snack für den Stall ist, weil sich da bestimmt Reiter und Pferd drüber freuen. Der ist nämlich einmal mit Apfelkarotte und einmal mit Birne-Banane und ist auch ohne Zuckerzusatz und der ist aus Haferflocken und ich denke, dass man das bedenkenlos den Pferden einfach füttern kann, wenn da keine Zusätze drin sind. Also bekommt Momo auch bestimmt mal ein Stück ab, wenn ich so einen im Stall dann esse. Ja, und das letzte, ganz basic, eine Tempobox, weil ich irgendwie immer im Stall Tempos brauche und diese Boxen finde ich einfach am praktischsten. Die steht dann in meinem Spind und da kann ich mir dann einfach was rausnehmen, wenn ich was brauche. Ja, die Tasche ist leer, das war alles. Ich würde mich natürlich mega über Daumen nach oben, Kommentare oder auch Abos freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!